Dankeschön, Bettina Seidel an die Frankfurter Börse. Liebe Grüße nach Frankfurt. Ich habe echt keine Zeit. Ich muss wirklich los. Ich habe Adventskalenderstress. Es ist nicht gelogen und nicht erfunden. Es gibt Wünsche zu Hause. Wir sind durch. Wir haben einmal, also kein Geschenk, war das Geschenk, aber die Kalender stehen. Und alle selber gemacht? Bist du verrückt? Nein. Ich habe wohl gerade mit vollstem Nicht Wohnung alle. Und drei Kinder und so. Nein. Okay. Für meine Frau, muss ich gestehen, habe ich gekauft. Naja, komm, wenn es was Schönes ist. Wir werden ja, man kann also sehr teuer kaufen, man kann günstiger selbst basteln. Noch nicht mal, du hast noch nicht mal teuer gekauft. Das ist peinlich. Na, gut, du musst, aber wieder schön. Nach Hause. Du musst ja wieder zu Hause ankommen. Wir schauen auf die Adventskalender zum Selbermachen, zum teuer und nicht so teuer. Im Netz, unsere Reporter. Von besinnlich bis sinnlos reichen die Ideen für Adventskalender im Netz. Zu einem wahren Renner haben sich sogenannte Beauty-Kalender entwickelt. Ob die aber immer ihr Geld wert sind, ist fragwürdig. Gleiches gilt für den Rentner-Adventskalender. Der soll alles enthalten, was man für ein gemütliches Frühstück so braucht. Honig, Kaffee, Tee, Leberwurst, selbst ein Teelicht gehört dazu. Das sorgt zwar für ungewöhnlich viel Verpackungsmüll, aber immerhin hat man nach 24 Tagen ein Frühstück zusammen. Naja. Bei Adventskalendern gibt es nichts, was es nicht gibt. Kalender gefüllt mit Kristallen zum Beispiel. Und auch für die Vierbeiner ist natürlich gesorgt. Jeden Tag ein neues Leckerli. Wer Luxus statt Weihnachten will, wird bei der Nobelmarke Chanel fündig. Kleine Proben und Nippes wie Schlüsselanhänger oder Schneekugeln. Kostenpunkt rund 1500 Euro. Heidewitzka. Dann doch lieber was Selbstgebasteltes. Persönlich ist doch der wahre Luxus. Auf das Zeichen kommt es an. Das gilt auch für die Weihnachtsbeleuchtung in den Städten. In Schottland haben wir was ganz Tolles gefunden. Ja, da hat man nämlich die Beleuchtung angepasst an das, was Kinder mal gemalt haben. So ist das aus, und zwar im vergangenen Jahr. Und dann hat man aber kein Geld gehabt für neue Sachen. Und dann hat eine Frau, die auch diese Fotos hier gemacht hat, gesagt, wir sammeln einfach Online-Geld. Und so ist es gekommen, dass zwei neue Motive entstehen konnten, nämlich dieser lustige Dino hier. Und dann gibt es noch ganz frisch in diesem Jahr einen Regenbogen, schöne Straßenbeleuchtung. Mit Zipfelmütze. Ja, sehr schön. Kindern inspiriert. Sehr cool. Auf das Zeichen kommt es an. Da muss der Adventskalender gar nicht teuer sein. Es muss mit Liebe kommen. Das muss die Frau spüren. Du musst das deiner Frau zu Hause alles erklären. Machen Sie was aus diesem Tag. Tschüss. Tschüss, danke. Bis morgen.